Antenne West vor Ort hier im Moselstadion in Trier. Hier wird gerade die große Video-Wall aufgebaut. Bis vor kurzem stand hier an der Ecke, Sie kennen das vielleicht, hier ist die Zeughausstraße, da hinten ist das Moselufer und hier stand eine große Werbewand und bald steht da keine Werbewand mehr, die ist ja sowieso schon abgerissen worden, sondern eine der größten Video-Walls in Südwestdeutschland. Sie wird 5,12 Meter breit sein, 2,88 Meter hoch. Und man kann noch nicht so viel sehen. Vielleicht können wir mal einen der Bauarbeiter fragen, was hier so abgeht. Nicht, dass ich gleich noch eine Brechstange an den Kopf kriege. Hallo, schönen guten Tag. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Pitsch. Ich bin Richtmeister im Stahlbaubetrieb. Und wir montieren hier die Stahlbaukonstruktion für die Wand, für die Videowand. Und das ist alles aus Stahl? Wie der Name schon sagt. Ja, das sind gewalzte Träger und Rohre dabei und die werden zusammengeschraubt, sind schon verzinkt, also wird nur noch zusammengebaut und dann aufgestellt. Also das ist praktisch das Gerüst, das wird aufgestellt und da dran kommt dann die Videowand. Die unterliegende Wand, da wird die Videowand montiert. Ah, und wie lange sind Sie schon am Bauen an diesem? Wir sind jetzt 2,5 Stunden dran und werden in einer Stunde die Konstruktion aufstellen. Und dann anschließend mit der Wandblechverkleidung anfangen. Okay, und die Videowand an sich, ist die auch schon da oder wann kommt die? Die kommt anschließend, schätze mal morgen oder übermorgen, von einer Elektromontagefirma. Okay, und dann sind Sie aber auch dabei oder macht das dann diese Elektromontagefirma? Oder ist dann Ihr Job erstmal getan, wenn Sie das Stahlgerüst aufgestellt haben? Dann ist unser Job getan. Das heißt, wir haben alle Vorbereitungen getroffen, dass die Elektrofirma weitermachen kann. Alles klar, das Wetter soll ja auch wieder schöner werden. Zurzeit Hauptsache kein Regen, oder? Sonst ist das schlecht für Sie. Das ist das A und O, also kein Regen. Mit Temperatur kann man leben, aber Regen ist das Schlimmste. Alles klar, dann wünsche ich noch gutes Bauen. Gibt es da so einen Spruch für Bauarbeiter, so nicht so wie Petri Heil, so für Kapitäne? Was sagt man bei Ihnen? Nichts Passendes. Ach, einfach viel Glück. Viel Glück. Viel Glück und Hals und Beinbruch und alles. Also wünschen wir von uns natürlich, bald wird die Video-Wall stehen und mein Chef hat gesagt, die wird ganz toll werden und deshalb sage ich auch nochmal, die Videowand wird ganz toll werden. Mit Sicherheit. Ich gebe erstmal zurück ins Studio zu Heiko Gille.